Ja, meine Damen und Herren, es ist mir ein Vergnügen, heute hier sprechen zu können. Ist auch eine Ehre, wenn man dann einspringen kann und kann da flexibel reagieren. Ich habe letztes Jahr versprochen in Reckenholz bei der Demonstration, dass es neue Erkenntnisse gibt. Und ich habe mit einem Wissenschaftler eben ein Jahr lang daran gearbeitet, dass wir nach all der Zeit auch die wissenschaftliche Erklärung dafür haben, was ist eigentlich passiert nach der Verfütterung von gentechnisch verändertem Mais. Es war mir ganz wichtig, dass meine Daten und Informationen eben dann auch für jeden zur Verfügung stehen. Und diese Sachen sind jetzt publiziert am 25. Januar diesen Jahres. Es gab damals eine Genehmigung für gentechnisch veränderten Mais in Deutschland. Die Zielsetzung war, über Deutschland Europa zu beglücken. Über Deutschland sollte die Gentechnik salonfähig gemacht werden. Ich war da, sollte als Türöffner fungieren, als Schlüssel fungieren, europaweit. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, wenn ich zu neuen Erkenntnissen komme, sage ich das. Das war der Industrie bekannt, das war der Presse bekannt. Das war in meinem Umfeld auch bekannt. Dass es so schwierig wird, darauf hinzuweisen, war mir nicht bewusst. Zunächst mal gab es die Genehmigung und ich selbst bin praktischer Landwirt, ganz normal von der Ausbildung her, Landwirtschaftsmeister und habe einen landwirtschaftlichen Betrieb geführt. Nicht mehr, nicht weniger, habe Auszubildende ausgebildet, jahrelang und habe eben versucht, meinen Betrieb weiterzuentwickeln auf Grundlage der europäischen Gegebenheiten. Als fortschrittlicher Landwirt mich mit neuen Technologien beschäftigt, Computertechnologie, genauso wie Schleppertechnologie, Landtechnik und auch Pflanzenbau. Da kam die Gentechnik 1997, mit der ich mich dann beschäftigt habe. Ich war selbst politisch aktiv, Gemeindeparlament und im Kreistag und habe da gedacht, in dem Moment, wo ich neue Informationen habe und politisch aktiv bin, habe ich die Möglichkeit, meinen Leuten in der Partei schneller Informationen zu geben, die nach oben weitergereicht werden, um Änderungen vorzunehmen. Das ist insofern dann gescheitert, nachdem ich also Probleme mit der Technologie festgestellt hatte. Das ist mein Betrieb, 8 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und 70 Milchkühe waren das mal. Über 8000 Liter Milchleistung pro Kuh und Jahr, das war die älteste Kuh. Die hatte 14 Kälber in 17 Lebensjahren zur Welt gebracht. Ich habe mich mit Freilandversuchen beschäftigt, 1995 bis 1997. Das war reiner Versuchsanbau, da wollte ich wissen, sind gentechnisch veränderte Pflanzen zu konventionellen Pflanzen kompatibel, substanziell äquivalent, gleichwertig? Weil gleichzeitig gentechnisch verändertes Soja aus USA auf den Markt kam und ich wissen wollte, was bedeutet das, substanziell äquivalent, ist das so? Man hat es damals drunter gemischt, 1995, 96 ging das los und hat so nach und nach gentechnisch verändertes Soja ohne Prüfung in den Markt eingeführt, in den europäischen Markt eingeführt. Es gab dann 1996 die erste Inverkehrbringungsgenehmigung und somit konnte ich 1997 mit dem ersten Anbau anfangen. Das habe ich auf einer kleinen Fläche gemacht. Man sieht hier links eine zünslergeschädigte Pflanze und rechts ist die, die sich mit dem neuen Protein selbst schützt, mit dem Toxin selbst schützt. Also von dem System her hatte das, was mir gezeigt wurde, funktioniert. Zunächst habe ich auf einer kleinen Fläche angefangen mit 5000 Quadratmeter und habe dann gesehen, die Pflanzen entwickeln sich genauso gut wie die herkömmlichen Pflanzen, die konventionellen Pflanzen. Ich habe das verglichen und habe dadurch den Anbau gesteigert auf 100% der Anbaufläche. Die Aussaat erfolgte konventionell, genauso Düngung und Pflanzenschutz und der Ertrag von den Pflanzen wurde im eigenen Betrieb dann als Silo- und Körnermais verwertet. Mein Sohn bei der Aussaat auf unseren Flächen, Die Anbauflächen haben wir dann ganz normal während der Vegetationsperiode beobachtet. Für mich war klar, das ist eine neue Technologie. Die Pflanze schützt sich selbst mit einem eigenen Toxin, mit einem eigenen Gift, was sie produziert. Funktioniert das? Ich wollte wissen, wie ist die Vegetationsperiode? Vegetationsperiode, ist die Pflanze genauso stressresistent wie die anderen? Und es gab positive Effekte zu der konventionellen Ausgangslinie. Das hat mich motiviert, den Anbau weiter auszudehnen. An den Pflanzen selbst gab es so kleine Zünslerfraßstellen. Das war so in der Größe von einem Stecknadelkopf. Das heißt, man hat gemerkt, der Zünslerbefall ist da, der tierische Schädling frisst an der Pflanze, aber das Tier verendet. Der frisst sich nicht in den Stängel rein. Normal bohrt er ein Loch, frisst sich durch das Mark durch und zerstört die Pflanze von innen. Äußerlich gab es ein positives Erscheinungsbild, die Pflanzen haben top ausgesehen, der Ernteertrag hat gestimmt und alles das hat dazu geführt, dass ich mit der Pflanze von der äußeren Erscheinung her, vom Habitat, von dem, was für mich als Praktiker, als Landwirt interessant und wichtig ist, wo ich meine Bewertung zunächst mal abgebe, zufrieden war und auch hier bei der Ernte das alles sich wunderbar dargestellt hat. Wir sehen hier die Silomaisernte und genauso die Körnermaisernte. Die Kolben waren gefüllt zu 100%, komplett ausgebildet, gleichmäßige Pflanzen und auch keine Pflanzen, die eben durch Krankheit oder Verbiss gestört waren. Das heißt, kerngesund bis zur Ernte. Wir sehen hier die Körnermaisernte. Und dann habe ich mich eben weiter damit beschäftigt, zur Futterqualität. Wir haben immer jährlich die Futtermittel analysiert, die in meinem Betrieb verfüttert werden, um daraus eine Ration zu errechnen. Die Untersuchungsergebnisse schwanken von Jahr zu Jahr, je nachdem, wie die Vegetation eben verläuft. Habe ich eine lange Vegetationsphase, habe ich viele Niederschläge, haben wir relativ hohe Werte, Sonnenstrahlen, also sehr hohe Sonnenscheindauer und hohe Temperaturen. Und je nachdem entwickelt dadurch die Pflanze eben ein anderes Innenleben aufgrund der Photosynthesetätigkeit. Und ich habe dann festgestellt bei den Vergleichen, dass wir überwiegend bei dem Silomais 15 bis 20% höhere Eiweißgehalte hatten, die aber in der Futterration nicht umgesetzt werden konnten. Für mich war das top, 15 bis 20% mehr Eiweiß hatte man sich immer gewünscht in der konventionellen Maiszüchtung schon in den 80er Jahren und hat es nicht geschafft, auf konventionelle Weise den Mais höheren Eiweißanteil anzuzüchten, weil Eiweiß eben das teure Futtermittel ist, das aus Übersee importiert werden muss in Form von Soja. Für mich ist es dann wichtig, als Praktiker zu wissen, ich habe mehr Protein in der Ration, also kann ich Zuckerfuttermittel sparen, dadurch die Kosten in meinem Betrieb reduzieren und natürlich Verdaulichkeit, Pansenverträglichkeit verbessern. In der Ration errechnet, gefüttert, gewogen, gewichtet, gefüttert, aber in Leistung nicht umgesetzt. Das war für mich das erste Merkmal, was mich stutzig gemacht hat. Es kam dann später zu weiß-grau-klebrigen Durchfallerscheinungen bei den Tieren. Es kam zu Wasseransammlungen in den Gelenken. Die Tiere hatten auffällige Euterödeme, die ich so noch nicht gesehen habe. Alles, was ich hier zeige, ist so gewesen, was ich in meinem normalen praktischen Betrieb noch nie gesehen hatte. Das sind alles Auffälligkeiten. Die normalen Auffälligkeiten, die sich aus der Natur ergeben, haben für mich keine Rolle gespielt. Das ist normal, aber das, was ich hier zeige, ist alles ungewöhnlich. Es kam zu Blutgefäßerweiterung, das heißt, Sie haben gesehen, am Euter entlang sind die Eutervenen wesentlich dicker geworden und dann letztendlich auch Blut in der Milch. Angefangen hat das alles mit dem Festliegen der Tiere Nach dem Kalben gibt es solche Situationen, das sind Stresssituationen, wo das Muttertier durch den Kalbeverlauf Stress hat, einmal hoher Gewichtsverlust, hoher Wasserverlust, aber auch gleichzeitig eben stark in die Milchproduktion einsetzt und dadurch eben in eine absolute Stresssituation gerät, die dazu führen kann, dass das Tier in eine Mangelerscheinung kommt, kurzzeitig. Das Ganze kann man ausgleichen durch Calciuminfusionen. Das Problem hierbei war, dass die Tiere so viel Calcium vertragen haben, wie ein gesundes, normales Tier niemals hätte vertragen können. Wir reden hier von 1,5–2 Liter Calciuminfusion pro Anwendung, was normal zum Tod des Tieres schon führen müsste an Ort und Stelle. Die Tiere haben das weggesteckt, die haben das sogar gebraucht. Während im normalen Bereich wir von 0,5 Liter reden, dann steht das Tier von selber wieder auf, weil es eben aus dieser Muskellähmung herauskommt. Das war da nicht mehr der Fall. Die Tiere haben trockene, spröde Häute und Zitzenhaut bekommen. Das war auch äußerlich zu erkennen. Die Flotzmäuler sind hellrosa geworden, also der Nasenbereich. Es kam zu Immunsuppressionen. Die waren anfällig für jede Kleinigkeit. Ich hatte eine Kuh dabei, die hat durch einen Zeckenstich zum Beispiel eine Schwanzlähmung bekommen. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen, dass sie so empfindlich waren. Es kam zu Todesfällen, es kam zu Missbildungen an Kälbern und es kam zu Missbildungen an Milchfersen. Wir sehen hier die Flotzmäuler, während das im unteren Bereich das normale Rosa ist, sehen wir hier oben, wie blass hellrosa das ist. Und das habe ich gesehen, als die Tiere an der Wand entlang gelaufen sind und ich den Kontrast zwischen weißer Melkstandfliese und Nase nicht mehr unterscheiden konnte. Ich habe gedacht, was ist denn mit ihrer Nase los? Und dann ist mir das aufgefallen, dass sie in ihrer Farbe einfach krank ausgesehen haben. Des Weiteren kam es zu zusätzlichen Strichkanalbildungen, während hier der normale eigentliche Milchkanal ist, hat sich hier ein zweiter Kanal gebildet, ohne Schließmuskel. Das heißt, es waren dann Auffälligkeiten, die in der nächsten Generation aufgetreten sind bei den Tieren. In dem Moment, wo die das erste Kalb geboren hatten, hat man das dann festgestellt, dass da Missbildungen entstanden sind. Bei diesem Kalb hier war im Nackenbereich so eine Blutblase angewachsen, auch vorher noch nie gehabt. Nach den ganzen Problemen habe ich dann noch weitere Untersuchungen anstellen lassen, um zu gucken, was ist denn eigentlich hier los im Betrieb. Und dann sind sämtliche Futtermittel nochmal analysiert worden. Die Untersuchungen zu den Aminosäuren haben ergeben, dass wir bei dem Körnermais 24% weniger Aminosäuren hatten, also das Protein sehr schlecht minderwertig war, und beim Silomais 8,8% im Vergleich zur konventionellen Ausgangslinie. Ich habe immer die Ausgangslinie konventionell gehabt, Pactol, und die modifizierte Sorte Pactol CB im Vergleich. Da die in ihrer Art schon unterschiedliche Werte bringen können, war es mir wichtig, die Ausgangslinie zu haben, die dann modifiziert wurde, und die zu vergleichen untereinander. Das alleine hätte dazu führen müssen, dass im Genehmigungsverfahren schon eine weitergehende Prüfung erfolgt, weil hier ist nichts mehr substanziell äquivalent, hier ist nichts mehr gleichwertig. Wir sprechen hier von einer komplett neuen Pflanze, schon aufgrund dieses Aminosäuremusters. Das sind Untersuchungen, die ich normal überhaupt nicht anstelle, hat mir aber einer einen Tipp gegeben aus dem Lebensmittelministerium in Karlsruhe, Bundesamt für Lebensmittel und Lebensmittelsicherheit, und hat gesagt, guck doch mal nach den Aminosäuren. Daraufhin habe ich dann mal danach schauen lassen. Kostet alles eine Stange Geld, war aber wichtig, dass wir das gemacht haben. Der Hammer war dann allerdings, dass wir dieses Insektengift, das die Pflanze selbst produziert, in dem Silomais noch nach 1,5 Jahren gefunden haben, in voller Ausdehnung. Obwohl im Genehmigungsverfahren und auch die TU München gesagt wurde, Innerhalb von 4 Wochen baut sich dieses Toxin ab. Das ist ein Toxin, das kommt überall vor. Und der Konzern ging nachher im Klageverfahren noch weiter. Der hat gesagt, das ist eigentlich wie Zucker. Das heißt, die Tiere brauchen das vielleicht sogar. Und hier ist jetzt das schon mal für mich ein Schock gewesen. Aber der Hammer ist eigentlich, dass dieselbe Probe, das sind immer amtlich gezogene Proben, von denen wir hier sprechen, in North Carolina untersucht wurde, im Labor von Syngenta, und Syngenta zum Ergebnis kam, kein Toxin im Silomais enthalten. Das war die Aussage auf dem Untersuchungsbefund, der nicht unterschrieben wurde, wo auch kein Datum drauf war. Es wurde untersucht, der Befund wurde mir zugestellt und so mit dieser Aussagekraft, mit der keiner was anfangen kann. Und da kam dann das Ergebnis aus Deutschland und der hat eben an der Staatlichen Lehr- und Forschungsanstalt den vollen Toxingehalt nachgewiesen. Dann hat er zu mir gesagt, er darf das nur einmal machen, zweites Mal geht das nicht mehr. Dasselbe war mit dem Problem Milch. Wir haben in der Milch, mir war es wichtig nachzuvollziehen, können wir gentechnisch veränderte Konstrukte in der Milch nachweisen, in Rohstoffen nachweisen, die zur Lebensmittelgewinnung Verwendung finden. Daraufhin wurde die Milch aus meiner Herde 3-mal analysiert und wir haben sowohl das Roundup Ready Soja, glyphosatresistente Sojabohne nachgewiesen, das Konstrukt, angelagert an Milchzellpellets und auch das BT-spezifische Konstrukt, angelagert am Milchfett hier unter der 6, nachgewiesen. Da war für mich klar, hier wird richtig betrogen, weil es hieß immer, es ist nicht nachweisbar. Einmal ist es im Futter nicht enthalten. In dem Moment, wo es im Futter enthalten war, sagt Syngenta, in Sekundenschnelle ist es im Flotzmaul abgebaut. Also so wie die Kuh das anguckt, ist es weg. Und dann sagt es, aber in der Milch ist es nicht nachzuweisen. Mit diesen Sachen muss man sich dann beschäftigen. Ich habe diesen Untersuchungsbefunde, das sind 3 Untersuchungsbefunde, Proben sind genommen worden vom staatlichen Veterinäramt, versiegelt, eingeschickt worden an die TU München. Dort wurden die Analysen gemacht. Habe ich lange aufgehoben in meinen Schubladen und habe sie dann rausgezogen, nachdem ich kräftemäßig nicht mehr in der Lage war, das noch weiterzumachen alleine. Und daraufhin wurde dann die Kennzeichnung entwickelt, ohne Gentechnik. Ist hier schlecht zu erkennen auf dem Bild, aber es ist die Berchtesgadener Molkerei und denen habe ich mitgeholfen, umzustellen auf gentechnikfreie Fütterung damals. Und es ist eine Molkerei, die sehr erfolgreich im Markt ist und die mit eine der ersten waren, die sich daran beteiligt haben, hier aktiv für den Verbraucherschutz etwas zu tun. Mir ging es nicht darum, den Milchmarkt zu zerstören, mir ging es nicht darum, irgendwie polemisch zu reagieren. Mir ging es darum, dass weiterhin nachgeforscht wird, weil hier ist ja noch nicht fertig. Wenn wir den Nachweis haben, heißt es ja nur, wir können es nachweisen, was der Landwirt gefüttert hat. Mir ging es darum, welche Bedeutung hat es für die menschliche Ernährung, wenn wir diese Nachweise führen in den Rohstoffen der Tiere. Und das war für mich eben der Punkt, wo ich gesagt habe, hier ist jetzt wirklich Schicht im Schacht und das muss zur richtigen Zeit raus. Und ich war dann froh, dass die Kennzeichnung kam. Die Kennzeichnung kam durch Horst Seehofer, Bundesverbraucherschutzminister. Ich wollte die Kennzeichnung haben, das hatte ich denen auch mitgeteilt. Enthält gentechnisch veränderte Organismen und dann auch auflisten, welche das sind. Sie haben es dann umgedreht und haben gesagt, ohne Gentechnik, das heißt gentechnikfreie Fütterung. Durch diese gentechnikfreie Regelung kam dann das Problem, dass es Schwellenwerte gibt. 0,0, 0,3, 0,9, 0,1. Und da ist eben dann die Diskussion losgegangen mit Schwellenwerten. Das hätte man sich andersrum erspart, weil 0 ist 0. Fertig. Dann hat man es ganz einfach. Und so hat man jetzt bei Saatgut eine Lösung, hat bei Lebensmitteln eine Lösung und hat eben bei Pflanzen eine Lösung. Die Kennzeichnung kam aber zu einem für mich wichtigen Zeitpunkt. Zu der Zeit war ich inhaftiert. Nachdem die Volksabstimmung in der Schweiz rum war, ich war da auf Vorträgen in Basel, Zürich und St. Gallen, hat man mich in Abwesenheit in Frankfurt verurteilt, obwohl der Generalstaatsanwalt gesagt hat, das Urteil ist falsch. Und ich war mir sicher, mir passiert nichts, mir passiert niemals was. Hat man mich verurteilt und ich durfte dann eine Auszeit nehmen in der Haftanstalt. Ich war kräftemäßig zu der Zeit so fertig, dass kein Fuß mehr von anderen ging. Es haben parallel dazu Verhandlungen stattgefunden mit dem Konzern. Die wollten mich kaufen. Parallel dazu ist die Schadensersatzklage weiterentwickelt worden, Analysen. Die Tiere sind verendet nach und nach und ein Buch ist geschrieben worden, damit wir die Sachen relativ früh publizieren, was wir wissen und was wir machen können. Gleichzeitig habe ich versucht, die Kurve zu kriegen, was die Tiere anging. Und nach dem Absetzen von der Mais-Silage ging es den Tieren insgesamt besser, aber die Auswirkungen sind halt bis heute zu spüren. Es gibt keinen Anbau mehr seit 2002, der hat keine Genehmigung mehr. Und das ist für mich halt ganz wichtig, dass die Sachen vom Markt sind. Ist erstmal was auf dem Markt, ist es ganz schwer, das vom Markt runterzunehmen. Wir sehen das bei der Glyphosat-Diskussion, Roundup und was es alles ist, Touchdown, die Produktnamen. Es hat auf dem Markt nichts verloren, sowas. Und die haben mir alles Mögliche geboten und ich habe aus dem Bauch raus entschieden, nein. Wusste aber nicht, was es bedeutet, wenn ich weitermache und das noch weiter hinterfrage. Mit meinem Nein zu Mähdrescher, Immobilien, Geld, Arbeitsplatz und Urlaub war verbunden, dass ich mich noch intensiver mit dieser Technologie beschäftigen musste. Das heißt, ich musste genau hinterfragen, was sind die Ursachen. Es gibt die Gleichwertigkeit zu konventionellem Mais nicht. Gentechnisch veränderte Pflanzen sind eine neue Pflanzengeneration, die sind anders und die sind dementsprechend auch zu bewerten und einer Prüfung zu unterziehen. Es gab dann Fragen zur Sicherheitsforschung und es gab Fragen zum Genehmigungsverfahren. Das alles habe ich dann dem Bundesministerium für Verbraucherschutz auch mitgeteilt. Was der Hammer war, es gab eine Kreislaufkontamination im Betrieb. Denn mit der Gülle wurde das BT-Gift wieder ausgebracht auf die Grünlandflächen unter anderem. Und mit der Grassilage habe ich das wieder in den Betrieb reingeschafft. Das heißt, ich hatte keine Chance, diese Geschichte irgendwie auszuweichen, sie zu reduzieren. Das war mir bis dahin nicht bewusst. Es gab einen Zeitpunkt, an dem habe ich das dann realisiert, dass es nur so sein kann. Weil die Genehmigungsbehörden, das Unternehmen und auch alle beteiligten Wissenschaftler haben absolut nur gemauert. Keiner von denen hat gesagt, hör ich zu, wir müssen jetzt mal danach gucken oder wenn das so ist, müssen wir das so machen. Keiner ist rausgekommen vom Robert-Koch-Institut als Genehmigungsbehörde und hat irgendwelche Leute geschickt, die das nachvollziehen und nachfragen. Es ist nur gestochert worden und geguckt worden, wie können wir Glöckner beschäftigen. Das war denen ihre Aufgabe. Ich bin zweimal nach Berlin geflogen, habe versucht, beim Robert-Koch-Institut, bei den Beamten die Sensibilität zu schärfen. Da ist nur gemauert worden. Da ist nur ein Stein auf den anderen gesetzt worden, nur damit ja die Fassade hält und die Produkte gleichzeitig weiter vermarktet werden können. Weil Monsanto hatte den Fuß schon in der Tür und wollte den MON 810 zu der Zeit weiterverkaufen. Und das war natürlich alles, was ich gemacht habe, geschäftsschädigend. So hatten wir das BT-Toxin dann auch in der Grassilage. Und das Interessante war, innerhalb von 12 Stunden nach dem Verzehr von dem Futtermittel haben die Tiere eine derartige Durchfallerscheinung bekommen, eine Diarrhoe, blutige Diarrhoe. Die haben so viel Wasser verloren, dass man zusehen konnte, wie die Gewicht verlieren. Ganz zu schweigen von der Milchleistung, die nicht mehr da war. Die Milchproduktion musste ich dann einstellen am 13.12.2004. Das war wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Tiere in meinem Betrieb haben im Durchschnitt 27 Kilo Milch pro Tag gegeben, im Durchschnitt der gesamten Herde. Das ist dann runtergegangen bis auf 12 Liter pro Tag, bis zum Schluss auf 5 Liter pro Tag. Ich habe bei 12 Litern angefangen, die Tiere noch einmal zu melken, um sie nicht zu quälen. Und nachher ist es runtergegangen auf 3 und 5 Liter und da war einfach nicht mehr, das war nicht mehr darstellbar. Ich wusste aber ab einem gewissen Zeitpunkt, ich kann hier den Tieren mit dem Tierarzt, mit der Veterinärklinik, mit den Leuten, die ich um mich herum habe, nicht mehr helfen. Irgendwann realisiert man das und weiß, die sind hier Hände und Füße gebunden, du kriegst es nicht mehr hin. Du weißt aber nicht, warum. Und das ist eigentlich das Schlimme, das Warum bekommt man nicht so schnell beantwortet, wie man möchte. Also habe ich mir gesagt, okay, ich habe das realisiert. Dann habe ich mir gesagt, ist das jetzt ein Klinikstall, ein Teststall? Und dann möchte ich wissen, welche Auswirkung hat das auf die nächste Generation? Die Tiere waren ja belegt, da waren ja Kälber drin, da war ja neues Leben drin. Und ich wollte wissen, was bedeutet das? Und das Ganze ist nachher noch schlimmer geworden. In dem Moment, wo die Tiere auf meiner Weide gegrast haben, alle Tiere haben einen Auslauf auf die Weide, im Sommer wie im Winter, je nach Wetterwitterung, bekommen aber den Hauptteil an Futter, Leistungsfutter im Stall über eine totale Mischration. In dem Moment, wo die Tiere hier gegrast haben, in Bodennähe, Temperaturen über 20 Grad, trockene Witterung, haben die eine Diarrhoe bekommen vom Allerfeinsten. Normal ist es so, nasse, kalte Witterung, schlechtes Futter, schlechte Futterqualität, Durchfall. Normal. Mit Heu geht das wieder weg. Ich habe den Tieren Heu gegeben. Ich habe den Tieren Stroh gegeben und so wie die das Stroh vorne gefressen haben, die können das ja nicht zerkauen, die können das mechanisch nicht zerkleinern, das wird über den Gärprozess im Pansen nachher zerkleinert und die Zellulose aufgelöst. So wie die das gefressen haben, ist es hinten wieder rausgekommen. Unvorstellbar, ich habe sowas noch nicht gesehen. Pansensaftproben haben ergeben, dass das gesamte Pansensaftleben tot war, sämtliche Bakterien abgestorben waren, eben durch das Toxin, was sie von der Weide aufgenommen haben. Und da habe ich dann gewusst, hier bist du chancenlos. Wir sehen jetzt hier mal die Tochter von der geehrten Kuh Nelke, die 14 Kälber hatte und über 110.000 Liter Milch gegeben hat. Das war die letzte Tochter. Das Ganze hat sich abgespielt in einem Herdbuchbetrieb. Alle Tiere waren registriert mit ihren Kälbern, mit ihrem Geburtsdatum, mit ihren Leistungsdaten, mit ihrem Pedigree dahinter im Hintergrund. Während hier die Nelke, die letzte Tochter von der Hochleistungskuh, tot war, an dem Morgen hat die Lilie noch geschlummert und hat so vor sich hingeschlafen. Wir haben beide Tiere auf den Hänger verbracht. Und ich habe dann gehofft, wir kriegen in der Veterinärklinik in Gießen geholfen. Halbe Stunde Fahrzeit. Es hat alles gut ausgesehen eigentlich. Und die haben in Gießen die Infusion angelegt. Und in dem Moment, wo die Infusion angelegt hatten, war es mit dem Tier fertig. Die hat nichts mehr aufnehmen können. Die hat nichts mehr verstoffwechseln können. Die konnte einfach überhaupt nicht mehr existieren. Das war für mich dann schon ein weiterer herber Schlag, wenn Sie versuchen, alles richtig zu machen, wenn Sie eigentlich davon ausgehen, Sie wissen, wie Kühe gefüttert werden, und wenn Sie wissen, Sie haben irgendwelche Vorstellungen, wie das in Zukunft aussehen soll, dann ist das brutal. Und für mich war dann wichtig halt, auch Aufnahmen zu machen, ich musste das ja alles selber machen, Rückstellproben zu ziehen von Futtermitteln, Milch, Kot, Hahn, Leber, Niere, Milz, Dünndarm, Dickdarm, die ganzen inneren Organe, Rückstellproben, die habe ich heute noch zu ziehen, um irgendwann die Frage beantwortet zu bekommen, was war hier wirklich los? Nicht für mich alleine, sondern für den Rest der Welt, damit keiner sagen kann, hey, wir haben das nicht gewusst. Ich habe versucht, über USA Informationen zu bekommen. Alles ist ins Leere gelaufen, es gab nichts. Die Amerikaner kommen heute zu mir und fragen mich, sag mal, was ist denn da eigentlich, warum ist denn das so? Wir haben auch die Probleme, wir wissen nicht, was da ist. Es ist für einen Praktiker total schwierig, das zu hinterfragen. Wir sind praktische Landwirte, wir haben ein bisschen Wissen, was das normale Handling angeht, und wir haben vielleicht auch biologische Fachkenntnisse, aber Molekularbiologie ist nochmal eine ganz andere Schiene, und ich musste mich mit dieser ganzen Thematik beschäftigen, durfte mich damit beschäftigen, weil im Nachhinein bin ich dankbar, welche Leute mir dann in dem Zusammenhang begegnet sind und welche Begegnungen es gab, um das Rätselslösung herauszufinden. Dieses Tier hier hat gekalbt und hat nach dem Kalben nur Blut aus dem Euter rauslaufen lassen. Nur Blut. Da wusste ich, das ist erledigt, da kommt nichts mehr. Da ist irgendwas passiert, was nicht in Ordnung ist. Die haben alle in einer Einzelbox gestanden, separiert, und nach 3 Wochen bricht ja das gesamte Drüsengewebe raus. Das ist wie eine Explosion im Drüsengewebe durch Giftstoffe, die der Körper abkapselt. Dieses Toxin, was zugelassen war, hat sich im Lymphsystem der Tiere wiedergefunden, natürlich im gesamten Blutkreislauf, natürlich im Drüsengewebe, im Eutergewebe, natürlich auch im Fettgewebe. Und das war für mich eigentlich unvorstellbar. Ich habe mir immer gesagt, wenn das genehmigt ist und es ist noch ein kleiner Rest im Futter, das kann ja keiner ausschließen, dann wird es aber wohl das Tier knacken. Dieses Toxin ist so stabil, dass die Tiere das niemals knacken können. Nach meinen Informationen hat hier der Dr. Bodo Lutz an der TU München das mal nachvollzogen, was da passiert, und ist dafür heftigst kritisiert worden, dass er den Nachweis geführt hat, dass das Toxin hier in das Maul der Kuh reinkommt, über den Futtermais, und so wieder ausgeschieden wird. Das heißt, der Toxingehalt ändert sich überhaupt nicht. Der ändert sich etwas durch Verdünnungseffekte, aber im Ausscheidungsprozess ist es genau dasselbe, was vorne reinkam. Und das ist noch schlimmer als das, was sie vorher gemacht haben, dass sie gesagt haben, innerhalb von 4 Wochen baut sich das ab. Dieses Toxin baut sich überhaupt nicht ab. Da tut sich gar nichts. Das ist ein biologischer Kampfstoff. Ganz einfach. Das alles muss man realisieren. Ich bin zwischendurch immer wieder mal geflüchtet. Ich bin mal ein Wochenende weggefahren. Ich bin mal verreist. Ich habe das immer alles mitgenommen. Es war für die Katze, wo ich hin bin. Ich war am Timmendorfer Strand am Wochenende, nur um einen klaren Kopf zu kriegen. Da liegt diese Zeitung bei mir vor der Hotelzimmertür. Ich habe die nicht bestellt. Und da steht dieser Artikel drin. Ich habe das beim Frühstückstisch, ich habe das nebenhin gelegt, ich glaube das jetzt nicht. Das, was ich da jetzt lese, das glaube ich nicht. Aber es hat da gestanden. Genau zu dem Zeitpunkt war ich da am Wochenende da oben. Wir haben bei Saatgut und Pflanzenschutz schon viel mit der Gentechnik experimentiert und sind oft gescheitert, sagt der Forschungschef selber. Ja, wer soll es denn besser wissen? Ich kann es ihm doch nicht sagen, Von mir hätte er das nicht angenommen. Und da habe ich gedacht, okay, die haben es verstanden. Nichts anderes wollte ich hören. Wir hätten 2002 den Schaden abwickeln können, wenn der Geschäftsführer von Syngenta gesagt hätte, Herr Glöckner, passen Sie auf. Das ist das erste Produkt, was wir am Markt haben. Wir haben ein Problem, da hätte er sagen können, mit den Aminosäuren. Wir haben ein Problem mit der Farbe von dem Mais. Der hätte mir alles erzählen können. Sie haben jetzt einen Schaden, der ist entstanden, den haben wir aufgenommen und den bezahlen wir. Und wenn der den Scheck ausgestellt hätte und hätte mir das Eingeständnis dabei gegeben, dass sie verstanden haben, was los ist, hätte ich 2002 unterschrieben im April. So haben sie den Schaden aufgenommen, haben einen Teil des Schadens bezahlt und haben dann gemeint, sie könnten sich aus der Veranstaltung verabschieden und den zweiten Teilbetrag nicht zahlen und haben gesagt, mit dem Mais hat das nichts zu tun. Wir machen weiter. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr weitermacht, mache ich auch weiter. Was dann passiert alles, das kann man sich nicht ausmalen, das steckt man vorher nicht drin. Und das ist auch gut so, weil dafür ist man auf der Welt, dass man die Aufträge, die man bekommt, auch ausführt. Und die so ausführt, dass die auch zu Ende geführt werden. Zu Ende führen heißt auch, dass man aufdeckt, wer macht eigentlich was. Die Leute, mit denen ich mich unterhalten habe im Keller vom Robert-Koch-Institut, haben gleichzeitig hier im Werbevideo mitgespielt und haben gesagt, BT-Mais ist das Beste, ist die Zukunft. Das streitbare Korn. Was will ich von den Leuten erwarten? Das sind Beamte, die eigentlich einen Auftrag haben. Die haben den Auftrag, die Bevölkerung vor Schäden zu beschützen, bevor neue Produkte in den Markt gelangen. Was machen sie? Das Gegenteil. Was ist bei mir passiert? Ich habe das gesamte genetische Tiermaterial verloren. Das kann man nicht ersetzen. Eine Kuh ist ein Lebewesen, ist ein Individuum. Das ist kein Fahrzeug, wo man sagt, ein BMW tausche ich jetzt gegen 3er BMW, dann ist es dasselbe. Es ist etwas komplett anderes. Da stecken 25 Jahre Zuchtarbeit drin, um das Tier so zu haben, wie ich mir das vorstelle. Entsorgung der vorhandenen Grasilage musste über Müllverbrennungsanlage erfolgen, weil eben dieses Toxin so schwierig ist. Die Flächenkontamination hält hier 6 bis 7 Jahre an, wo die Gülle aufgebracht wurde. 6 bis 7 Jahre auf der Oberfläche liegen lassen, geht nur mit UV-Einstrahlung oder scharfe Säure oder Alkohol. Und das Ganze nennt sich substanziell äquivalent zur konventionellen Ausgangspflanze. Wirtschaftlicher Totalschaden natürlich, weil 80% des Einkommens wurden aus der Milchviehhaltung erwirtschaftet. Wenn die Milchviehhaltung wegbricht, ist es nur noch ein Hobbybetrieb. Das war mir vollkommen klar, das wusste ich alles. Ich habe dann dementsprechend dem Bundesverbraucherschutzministerium Mitteilungen gemacht in 2008 nach meiner vorzeitigen Haftentlassung, nachdem er festgestellt hat, an den Vorwürfen ist nichts dran, dass also die Antragstellung, Prüfung und Genehmigung nur nach arzneimittelrechtlichen Kriterien zu erfolgen hat. Das heißt, die Hürden hochhängen, dass ein Prüfpunktekatalog erstellt wird für gentechnisch veränderte Pflanzen, dass man abarbeitet, was haben wir kontrolliert, was muss noch kontrolliert werden und warum wurde etwas nicht kontrolliert. Zusätzliche Kontrolle der Genehmigungsbehörde. Es kann nicht sein, dass die Genehmigungsbehörde sich selbst kontrolliert. So war das halt bei uns in Deutschland. Die Genehmigungsbehörde ist zerschlagen worden. Die Leute, die in dieser Genehmigungsbehörde gearbeitet haben, sitzen heute in der Europäischen Genehmigungsbehörde. So viel zur Beruhigung. In der EFSA. Und treiben da ihren Schindluder weiter. Und das alles ist bekannt. Es ist ja nicht unbekannt. Mein Fall ist nicht unbekannt. Die Bundesministerien wissen das, durchgängig, was bei mir gelaufen ist. Die haben alle Informationen. Und dann natürlich ganz klar Produkthaftung durch den Hersteller. Die wollten, dass die Versicherer für Schäden haften zu der Zeit, als ich auf die Füße getreten bin. Und das hat ihnen natürlich doppelt wehgetan, weil die Versicherer waren eigentlich schon so weit zu sagen, ah ja, es ist unproblematisch. Haben aber dann den Rückzieher gemacht, als sie meinen Schadensfall bekommen haben. Den hatte ich denen eingereicht wegen der Kostenübernahme. Und dann ist man hergegangen, dann wollten die Hersteller die Produkthaftung haben über den Staat, über den Steuerzahler. Und dann hat Seehofer gesagt, jawohl, das können wir machen, wenn ihr die Hälfte des Schadens tragt. Also hälftige Beteiligung. Da hat die Industrie gesagt, nein, machen wir nicht. Und da hat Seehofer gesagt, dann gibt es auch keine Produkthaftung. Ist natürlich klar. Die kennen das Risiko und die Bundesregierung soll für ein Produkt haften, was andere herstellen. Der Steuerzahler zahlt. Praktische Lösung. Hat auch nicht stattgefunden, sodass es heute keine Haftung für diese Produkte gibt. Insgesamt habe ich gefordert, 2008 die wissenschaftliche Forschung zu intensivieren und relevante Erkenntnisse transparent und verständlich der Öffentlichkeit auch zugänglich zu machen. Und dann habe ich nicht schlecht gestaunt. Ich war in 2008 in meinem Betrieb, ist zweimal eingebrochen worden während meiner Haftzeit. Maschinen sind gestohlen worden, Dokumente sind gestohlen worden. Die Gentechnikunterlagen hatte ich sichergestellt in anderen Bereichen. Meine Computer hatte ich sichergestellt in anderen Bereichen. Der Urs Hans war mit involviert, weil er die ganze Geschichte kannte aus der Entstehung her und hat da mitgeholfen. Und ich bin nur jedem dankbar, der in der Zeit mitgemacht hat. Wenn ein Rechner ausgefallen wäre, ich hätte die Daten nicht mehr gehabt. Wenn ein Ordner verschwunden wäre, ich hätte die Originalbelege nicht gehabt. Ich hätte es nicht fertig machen können. Ich bin mir dessen völlig bewusst und habe das dann erst festgestellt, als wir die ganzen Sachen dann wirklich auch zusammengetragen haben, wie klasse das ist, wenn alles noch da ist, im Original verstaubt noch da ist. 2008 war ich platt, ich musste gucken, was wurde gestohlen, ich musste Inventarverzeichnis erstellen, ich musste das mitteilen der Polizei, ich musste eine Aufstellung machen zu den Kosten, die entstanden sind, damit ich das alles irgendwo nachvollziehbar habe. Ich habe ja auch eine Verantwortung meinen Kindern gegenüber. Und habe dann erstmal Bankbelege wieder mir kopieren lassen, habe dann meine Bilanzen wieder ausgedruckt. Die Bilanzen waren verschwunden. Die hatte ich zum Glück alle im Rechner, im System hinterlegt. Und habe dann den ganzen Betrieb wieder darstellen können, lückenlos. Natürlich jetzt nicht auf den letzten 100 Euro, aber lückenlos konnte ich darstellen und konnte nachvollziehen, was hier passiert ist und hatte dadurch die Möglichkeit, das Ganze auch wirtschaftlich darzustellen. Und ich war dann froh, dass erst in 2009 die TU München eine Fütterungsstudie veröffentlicht hat, in der sie zum Ergebnis kommt, nachdem sie Tiere mit gentechnisch verändertem Mais gefüttert hat, BT-Mais, nachfolgende Generation von meinem, kommt die TU München zum Ergebnis, auf 23 Seiten zusammengefasst, es ist alles in Butter, Mais ist Mais und Mais bleibt Mais. Diese Fütterungsstudie wurde durchgeführt, während ich inhaftiert war. Die haben das gemacht über 25 Monate. Ich hatte keinen Einfluss drauf, ich war nicht dabei. Ich war aber dann 2009 im März wieder in der Lage und völlig klar zu erkennen, was die eigentlich gemacht haben. Und ich habe Fragen schon zu Hause vorbereitet, meinen Kollegen ausgeteilt schriftlich, weil ich wusste, man wird wieder versuchen, mich kalt zu stellen. Ich durfte 3 Fragen stellen. Dann hat der Präsident Opperer gesagt, Herr Glöckner, ich mache jetzt von meinem Hausrecht Gebrauch, Sie fragen nicht mehr. Dann musste mich meine Kollegin dann am Ärmel schon ziemlich ziehen, dass ich mich gesetzt habe und sitze geblieben bin, weil da geht einem schon das Messer in der Hose auf, wenn sowas passiert. Ich war mir aber gleichzeitig sicher, dass meine Kollegen diese Fragen stellen können. Und wir bekommen Antworten. Und egal wie die Antwort ausfällt, wir können uns daraus ein Bild machen. Was haben sie gemacht? Die haben die konventionelle Gruppe haben sie ganz normal hier mit Silomais gefüttert, haben mit Maiskorps getrocknete Mais gefüttert und haben Grassilage gefüttert. Und die gentechnisch veränderte Gruppe sind sie hergegangen, haben Maissilage gefüttert. Das ist das, was die Bundesregierung vorgelegt bekommen hat. Hier mit dem Sternchen dran und haben, um diese 7,1 Kilo zu erreichen, eben 41% Körnermais untergemischt. Der Körnermais enthält kein Bt-Toxin. Und damit sind die zum Ergebnis gekommen und haben gesagt, Mais ist Mais, mischen wir 41% Körnermais mit drunter. Und damit ist diese ganze Studie eigentlich schon hinfällig, weil die Gruppen unterschiedliche Futtermittel erhalten haben. Man hat es nur hier kaschiert, hat gesagt, ach, Mais, ob Silomais oder Körnermais, ist eigentlich egal. Wir sind die TU München und die werden uns das schon abkaufen. Genauso hier bei den 3,6, genau dasselbe passiert. Man hat den Mais erhitzt auf 600 bis 700 Grad, Grünmais getrocknet und hat dann gesagt, Mais ist Mais und Mais bleibt Mais. Ich wusste aber vorher schon aus Studien, die gemacht wurden, dass durch das Erhitzen nur noch ungefähr 1/3 des Toxingehalts in diesem Mais enthalten ist und er dadurch durchs Trocknen inaktiviert wird bei den Temperaturen. Und das war dann schon sehr spannend, habe das dann aufgeschlüsselt und auch weitergeleitet, was da passiert ist und habe dann eben Fragen gestellt an die Bundesregierung und an die TU München. Warum hat man in die transgene Gruppe Körnermais eingemischt? Enthält wesentlich weniger Bt-Toxin. Der enthält nur an dem Spindelansatz, enthält er ganz kleine Spuren von Bt-Toxin. Ansonsten wird dieses Bt-Toxin in der Grünpflanze exprimiert, gebildet und ansonsten finden Sie das nicht. Also haben Sie es drunter gemischt, um den Toxingehalt zu reduzieren. Also wussten Sie, dass es Schäden gibt, also wussten Sie genau von meinem Fall und wollten versuchen, das damit zu umgehen. Was passiert mit dem Toxin beim Erhitzen, beim Kopsen? Neben der Konzentrationsabnahme in Bezug auf die Aktivität. Und warum hat man eigentlich keine Untersuchung zur Kreislaufkontamination gemacht? Weil das wusste man ja auch, dass mit der Gülle eben das Toxin wieder ausgebracht hat. Konnten sie aber nicht machen, weil die haben die Rindergülle mit Schweinegülle gemischt. Aus einem anderen Versuch. Und dann kann man sowas nicht mehr machen. Man kann das alles erklären. Warum hat man keine Untersuchung zur Eingliederung des Bt-Toxin-Gens ins Bakteriengenom unternommen? Das ist nämlich genau der spannende Punkt. Wir gehen davon aus, dass dieses Toxin, diese neue Erbinformation, die ist so aggressiv, dass sie in der Lage ist, sich in jede x-beliebige andere Zelle einzubauen. Und dann passiert das, was ich gezeigt habe mit dem Euterdurchbruch zum Beispiel, dass die Tiere eben komplett andere Funktionen übernehmen und sagen, Euter, was brauche ich Euter, weg damit. Das ist schon heftig. Und auch diese Missbildungen werden verursacht durch Einlagerungen von Giftstoffen in Zellen. Warum hat man keine Bestimmung auf Antikörper durchgeführt? Was bedeutet eigentlich der Versuch im Umgang mit Bt-Mais? Inwieweit sind gentechnisch veränderte Pflanzen zu konventionellen substanziell äquivalent, nämlich gar nicht? Die TU München hat hier alles aufs Spiel gesetzt, was sie mal hatte an Renommee. Wo befinden sich in dem Zusammenhang Schnittmengen zu den Aussagen der Unternehmen, die getätigt wurden? Das, was die Unternehmen gesagt haben, stimmt mit 0 überein. Und das Interessante ist dabei, der TU München sind in dem Versuchszeitraum über die 25 Monate 50% der Tiere abgegangen. 50% der Tiere wurden während des Versuchszeitraums durch Jungkühe ersetzt, damit man die Gesamtzahl von 18 Tieren am Ende wieder hat. 50% in einem Versuchsstall, wo wirklich beste Betreuung ist, wo ich sicher nicht mit kann. 50% haben die verloren. Da geht bei jedem Landwirt das Licht aus dem Stall. Da braucht er morgens nicht mehr anzufangen. Und die sagen, das ist ein Versuch und fassen das zusammen auf 23 Seiten. Das Ganze geht ja noch weiter, wird dem Agrarausschuss vorgelegt. Ich habe es dann auf Phoenix mir angeschaut, was der Agrarausschuss da beschließt zu der Sache, Verlängerung von MON 810. Dann haben die Abgeordneten gesagt, was wollt ihr hier auf 23 Seiten zusammengesagt, Mais ist Mais, Mais bleibt Mais, alles bestens. Im Ergebnis haben sie zugestimmt. Da habe ich gedacht, okay, da kriegst du die Kurve nicht mehr, aber Aigner kam dann aus dem Urlaub zurück, hatte das alles auf dem Tisch liegen von mir und hat dann am 14. April 2009 Anbauverbot und Vertriebsverbot für den Mais ausgesprochen, das bis heute Bestand hat vor allen Gerichten. Selbst nachdem Monsanto dagegen geklagt hat. Der ehemalige Geschäftsführer von Monsanto und auch der von Syngenta sind entlassen worden. Die Gentechnikunternehmen ziehen sich aus Europa zurück, nach USA, North Carolina. Heißt nicht, dass alles in Butter ist. Jeder weiß, TTIP und CETA steht vor der Tür. Die Forschungsgelder für gentechnisch veränderte Pflanzen sind in Deutschland gekürzt worden. Die Forschungsstandorte sind abgebaut und geschlossen worden. Und jetzt kommt das Interessante. Der geschasste Geschäftsführer von Syngenta, Dr. Hans-Theo Jachmann, sitzt seit der Zeit in der Taskforce zur Rettung von Glyphosat. Neues Aufgabengebiet. Ich habe ihm schon gratuliert dazu, weil da verliert er auch Schuhe und Strümpfe. Ich werde dafür sorgen. Man kann das Ganze nachlesen auf meiner Homepage, gut gemacht, 123webseite.de oder einfach meinen Namen eingeben. Und wir haben hier den Link in dem Journal, wo das veröffentlicht ist. Dieser Link ist ebenfalls auf meiner Webseite. Wir haben das publiziert. Man kann es wahrscheinlich schlecht lesen, das war eigentlich blau gedacht, es ist weiß, weiß nicht warum. Wir haben das publiziert in Brüssel am 25. Januar, an meinem Geburtstag diesen Jahres. Und die Lobbyisten haben da gesessen, haben die Hände vor den Kopf geschlagen, waren erschüttert, entsetzt. Und das Einzige, was sie gesagt haben, ja, aber nach so vielen Jahren, sage ich, die Zeit ist relativ und alles hat seine Zeit und heute ist der Tag, wo diese Publikation veröffentlicht wird. Sie konnten gegen die Publikation, gegen die Daten nichts, aber auch gar nichts sagen. Das Einzige, was sie gemacht haben, sie haben den Provider in Nigeria 2 Tage lahmgelegt. Dann hat er seine Aufgabe wieder aufgenommen, unter anderem Namen, und dann ging es weiter. Und seit der Zeit ist Ruhe im Busch. Es gibt verschiedene Bücher zu dem Thema in verschiedenen Sprachen. International war ich unterwegs in China, ich war in Russland. Alle haben sich gefreut, waren dankbar, dass ich da war und haben entsprechende Entscheidungen getroffen, so wie ich es vorgegeben habe. China war ganz krass. Ich habe gesagt, China ist der Turning Point, das war meine Einleitung. Passt auf, was er macht. Benutzt die Primer-Kits, also die Nachweismethoden, um die Schiffsladungen zu kontrollieren. Und schickt das Material, was kontaminiert ist, dorthin zurück, wo es herkommt. Das waren meine Einleitungsworte. Die hatte ich in der Pause geschrieben, weil ich die nicht präsent hatte. Und ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Innerhalb von 4 Wochen haben die das umgesetzt. Und ich habe anfangs das gelesen, da habe ich gedacht, das glaube ich jetzt nicht. Doch, die Hafenbehörde hat die Genehmigung bekommen, die Schiffsladungen zu untersuchen und sofort zurückzuschicken. Und ich habe es dann geglaubt, nachdem Cargill, die das Zeug verkauft hatten, gegen Syngenta geklagt hat, Milliardenschaden, weil sie ihre Produkte nicht, ihre Rohstoffe nicht loswerden. Und ich wusste genau, es geht nur über den Markt. Russland hat komplett zugemacht. Innerhalb von 3 Jahren haben die Sachen rausgeschmissen, da ging es nur noch um Soja. Nach 5 Jahren komplett zugemacht. China ist der nächste Markt. Und jetzt ist das Problem, dass ChemChina Syngenta übernimmt. Und da muss man abwarten, was passiert. Ich habe meinen Beitrag dazu geleistet, habe mein Buch jetzt soweit zusammengeschrieben, bin immer an meine Leistungsgrenzen gegangen in allen Bereichen, auch wirtschaftlich, bin heilfroh, dass ich das geschafft habe. Das ist mein Sohn mit einer Schaukuh, so ist er mir auf Tierschauen gegangen, so war das mal. Ich weiß heute, was es bedeutet mit der Technologie, was es auf sich hat und wie weitreichend das ist. Da macht sich der Einzelne keine Vorstellungen davon. Und unsere ehemalige Forschungsministerin hat mal auf einer Veranstaltung gesagt, es darf doch in Deutschland nicht so weit kommen, dass man einem Landwirt mehr glaubt als einem Wissenschaftler. Ich frage mich, warum denn nicht? Warum denn nicht? Es ist doch egal, was man glaubt. Wichtig ist, dass es die Wahrheit ist. Und die Wahrheit setzt sich durch. Ich habe hier nochmal eine Aufstellung, was alles passiert ist, was alles abgelaufen ist. Das größte Verfahren waren 625.000 €, was das Hauptzollamt gegen mich angestrengt hat. Da sollte ich von 4 Jahren das Milchgeld zurückzahlen. Der Betrieb wurde dann zwangsversteigert, weil trotz des, dass ich den Prozess gewonnen hatte gegen das Hauptzollamt, die 625.000 Mark noch im Grundbuch drin gestanden haben. Ich hatte keine Handhaben, man hat mir Hände und Füße gebunden. Und ich warte jetzt heute, bis heute noch drauf, was wird sich dieses Jahr entscheiden, was mit dem Geld passiert. Das ist hinterlegt, weil der Ersteigerer das rechtswidrig erworben hat über rechtswidrige Verträge, Notariatsverträge, die über die Freimaurerei gelaufen sind. Das weiß ich heute auch. Und das Ganze ist ein Konglomerat. Man kann nicht sagen, die Justiz oder der Staat oder die Beamten. Es gibt ein Konglomerat, die haben sich mit mir beschäftigt und auseinandergesetzt weltweit. Es hat ihnen nicht geholfen, kann ich Ihnen sagen. Wir haben jetzt den wissenschaftlichen Zusammenhang publiziert, Professor Serralini und ich zusammen, Never Give Up. Nur der Staat, nur die Lüge braucht die Stütze des Staates, die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Ich bin nicht der Staat. Ich wünsche einen schönen Abend und wenn noch Fragen sind, stehe ich jederzeit zur Verfügung, auch nach heute. Wow. Wow. Danke, 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 danke. Das war echt der Hammer. Auch deine Gefühle, es ist echt, man sieht den Mann. Oder auch der Orshans darf man nicht vergessen. Die Männer kämpfen wirklich mit Leib und Seele für unsere Gesundheit. Und hier ist wirklich, wow, ich habe nur noch... Bist du noch für ein, 2, 3 Fragen zu haben? Super, super. Steht zur Verfügung natürlich. Was passiert, wenn BASF die Monsanto übernimmt? Darüber mache ich mir wenige Gedanken, habe ich keinen Einfluss drauf. Ich beschäftige mich nur mit den Dingen, auf die ich Einfluss habe und wo ich was bewegen kann. Ich habe auch damals gesagt, Freihandel, TTIP, kann ich nichts mit anfangen, kann ich mich nicht damit beschäftigen. Es ist aber übergreifend und es ergibt sich, aber man kann das alles nachlesen und man weiß genau, wo die Reise hingehen soll. Und ob das jetzt A, B, C ist, ist eigentlich egal. Man weiß, wo die Reise hingehen soll und jeder kann sich positionieren. Für mich ist es wichtig, dass die Leute aufstehen, dass sie den Spielertisch umwerfen und sagen, wir wollen das, was für uns richtig ist und gut ist und den Rest könnt ihr behalten. Und das schaffen wir gemeinsam, das ist ganz einfach. Ich bin den Weg über weite Strecken komplett alleine gegangen, weil das kann man keinem, die Österreicher haben gesagt, gib uns die Präsentation, wir machen das. Es geht nicht, man muss es alleine machen, weil ich habe es erlebt, ich habe es zusammengestellt, ich kann dafür gerade stehen und habe das dokumentiert und weiß, was ich an Unterlagen habe, das weiß kein anderer und ich kenne die Zusammenhänge. Und deshalb war das der richtige Weg, der war sehr lange, von 2002 bis 2016, aber... Was bedeutet das für ein Leben? Was bedeutet das für die nachfolgende Generation? Die werden mal drüber sich kaputt lachen, werden sagen, na, der hat, was weiß ich, 14, 15 Jahre gekämpft. Aber wir wissen jetzt wenigstens, was Sache ist. Und darum geht es. Sonst noch eine Frage? Gut. Dann du noch, Waltraud? Beim Hauptzollamt, für was warten Sie? Und dann war mir auch so schockiert, Vergewaltigung in der... Ja, das war eben eine Strafanzeige, die hat meine Ex-Frau ins Leben gerufen. Und zwar ist es, sie ist ausgezogen im April 2000 und Die Scheidung ist ganz normal gelaufen. Ich habe mich mit meinem Betrieb beschäftigt. Ich habe mich dann mit den Problemen beschäftigt, die entstanden sind, und habe verhandelt mit dem Konzern. Weil mir war klar, ich schaffe das alleine nicht. Ich habe auch gleichzeitig gewusst, ich muss meine Bank mit im Boot haben. Wenn die schlapp macht und sagt, hier Darlehen zurückzahlen, dann kann ich auch die Hälfte ausstrippen. Es ging damals um 40.000 Euro Darlehen, was ich noch hatte. Und dann gibt es so schwarze Chefs vor den Konzernen, die für Geldgeschäfte zuständig sind. Das machen die Konzerne nie selber. Da haben die ihre Leute dazu. Die wiederum kommen aus der Freimaurerei. Der hat mich besucht und hat gesagt, also hör ich zu, es war 4 Wochen vor der Schweiz-Veranstaltung, kam der zu mir und sagt, also pass auf, schreib deine Memoiren. Das Strafverfahren war schon gelaufen zu der Zeit, weil vorher die Verhandlungen alle gescheitert sind. Das letzte Verhandlungsgespräch, was ich hatte, war mit einem Mann in Frankfurt, bei dem war ich privat gewesen. Und er hat dann im zweiten Gespräch gesagt, Herr Glöckner, mit der Schadenssumme machen wir halbe-halbe. Und da habe ich mich gerade in seinem Flur postwendend umgedreht. Ich habe gar nicht nachgedacht. Das kam von innen raus. Habe auf dem Absatz kehrt gemacht und da ruft er mir hinterher, was ist eigentlich mit Ihrer Ehe? Und da drehe ich mich rum und sage zu ihm, ich bin da mit Syngenta nicht verheiratet. Bin gegangen. Setze mich ins Auto abends und denke, Ehe, was will der eigentlich? Das Scheidungsverfahren ist normal gelaufen. Was kommt jetzt? Die Ex-Frau wechselt den Anwalt. 4 Wochen später liegt die Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft im Briefkasten. Ich selbst war Schöffe am Landgericht in Gießen, Jugendschöffe, und bin dann letztendlich beim Amtsgericht verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft wollte 3 Jahre, 36 Monate. Der Richter hat gesagt, 2,5 Jahre lange. Und bin dann am Landgericht in Revision gegangen, in Berufung gegangen. Dann hat die Staatsanwältin wieder gesagt, 30 Monate. Vergewaltigt hat er die nicht, aber egal. Pff, egal hat sie gemacht. So steht es auch in meinem Buch. Und dann habe ich da 2,5 Jahre gekriegt. Und dann habe ich in dem Saal, in dem ich als Schöffe tätig war, auf der Anklagebank gesessen, ein ganz tolles Gefühl, war politisch noch aktiv und so weiter und so fort. Und die Vergewaltigung sollte dann stattgefunden haben. Die Anklage war 2003 und die Vergewaltigung sollte stattgefunden haben 99 oder 2000, Herbst oder Silvester. So ist die Auslegung gewesen. Und ich hätte nie gedacht, dass damit jemand durchkommt, dass es dazu führt, dass ich wirklich Pause bekomme in der Haftanstalt. Die haben das voll durchgezogen. Der Generalstaatsanwalt hat dann gesagt, mein Anwalt Freimaurer hat auch mitgeholfen. Er hat ihr den richtigen Anwalt besorgt und die haben mich im Kreis versucht, klein zu halten. Das Entscheidende dabei ist eigentlich die Tatsache, dass der Generalstaatsanwalt am OLG Frankfurt gesagt hat, das Urteil gegen den Herrn Glöckner ist falsch. Dadurch hat er die Revision zugelassen und dadurch war mir bewusst, wenn der Generalstaatsanwalt sagt, das ist falsch, dann kann keiner sagen, es ist richtig. Dann weiß ich, er hat es verstanden. Dann kann ich in die Schweiz fahren, kann Vorträge halten, damit hier die Volksabstimmung stattfindet, Gentechnikfreie Schweiz, damit das zum Ergebnis kommt, damit die Informationen raus sind. Und der Vermittler kam dann und hat gesagt, Herr Glöckner, schreibe Sie Ihre Memoiren. So, und dann sitzen Sie da mit 40 Jahren, 44 war ich, nein, ich war 40, 43, schreiben Sie Ihre Memoiren. Es haben auch schon unschuldige Leute im Gefängnis gesessen. War das Nächste, nachdem ich nicht reagiert habe. Und da habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich die Memoiren im Gefängnis, da habe ich die Zeit dazu. Ich habe mich stark gefühlt. Ich habe gedacht, das geht nicht, das funktioniert, das schaffen die nicht. Sie haben es gepackt. Und dann ist es so gekommen. Ich sollte nach Südafrika fliegen. Also statt in die Schweiz zu fahren, Vorträge zu halten, sollte ich nach Südafrika fliegen, Urlaub machen. 4 Wochen hätten die mir bezahlt. Das war Angebot. Und die 625.000 Euro sind dann nachgelegt worden, nachdem ich die Befunde zur Milch rausgegeben hatte, Kennzeichnung der Lebensmittel ohne Gentechnik bzw. gentechnikfrei, hatte ich dann Greenpeace gegeben. Greenpeace hat die Aktion gemacht bei Müllermilch in Sachsen, Genmilch, vielleicht erinnert sich der ein oder andere dran. Die Aktion ist europaweit gelaufen und der Müllermilch in Sachsen hat sich geschäftsgeschädigt gefühlt und hat nicht gefragt, was bedeutet das denn eigentlich für mich, für meine Verbraucher, für meine Konsumenten. Der hat nur geguckt, mein Geschäft wird geschädigt und von wem stammen die Befunde. Und dann hieß es immer nur von einem Bauern aus Hessen und da gab es nicht so viele. Dann hatte ich das Hauptzollamt zur Prüfung bei mir im Betrieb und dann hat das Hauptzollamt geprüft, ob ich ein Milcherzeuger bin im Sinne der Milchgarantiemengenregelung. Milchgarantiemengenregelung, Steuerrecht, Hauptzollamt, ganz kompliziertes Rechtsgebilde, in dem ich gedacht habe, kenne ich mich gut aus. Da musst du nachweisen, dass du die Dokumente hast vom Tierarzt, Geburts, Milchleistung, Futtermittelkosten, Tierarztkosten, dass du einen Stall hast, dass du einen Milchtank hast, dass du Milch kannst, dass du alles, du musst alles nachweisen. Es hat alles auf dem Tisch gelegen. Der war noch nicht fertig prüfen, die waren zu zweit da, klingelt das Handy und dann sagt er nur, das ist alles euch schwierig hier. Da habe ich gedacht, was ist hier schwierig, das ist alles ganz einfach. Die sind gegangen, haben ihr Zeug zusammengerollt und haben mir einen Bescheid zukommen lassen über 625.000 Euro. Ich hätte rückwirkend das Milchgeld zurückzuzahlen. Dadurch, dass meine Ex-Frau ausgezogen ist, wäre ich kein Milcherzeuger im Sinne der Milchgarantiemengenregelung und deshalb muss das Geld zurückerstattet werden. 5 Jahre lang Prozess geführt. Ich war in der Haftanstalt. Kurz vor Haftentlassung kam der Bescheid über die 600.000 Euro und damit ich ja nicht entlassen werde, weil dann heißt, der hat hier noch 625.000 Euro an die Bundesfinanzkasse. Wenn ihr den rauslasst, wird er straffällig. Dann haben sie mich trotzdem rauslassen müssen. Und nach 5 Jahren habe ich den Prozess gewonnen. Dann wollte meine Anwältin 500 Euro haben, dass sie mitfährt zu dem Prozess. Sage ich, ich fahre jetzt da alleine hin, ich habe das Geld nicht. Und gewinne ich oder verliere ich, ist egal, ich habe das Geld sowieso nicht, 625.000 Euro ist ein Haus, ist ein Boot, ist alles Mögliche, war mir gerade egal. Und dann habe ich alleine den Prozess am Finanzgericht Kassel gewonnen, unter Tränen, nachdem ich der Richterin eine Dreiviertelstunde lang einen Vortrag gehalten habe über Milchgarantiemengenregelung und den Fall bei mir. Die hat es erkannt, die Sachbearbeiterin war blass. Die hatte eiskalte Hände, ich habe mich bei der verabschiedet nachher, die kann ja nichts dazu für ihre Intelligenz, die sie aufweist. Und dann ist es zur Bundesfinanzverwaltung zurückgegangen und dann musste die Bundesfinanzverwaltung feststellen, dass das ganze Verfahren, was man gegen mich geführt hat, falsch war. Nach 5 Jahren, 625.000 Euro, ein dicker Ordner Papier voll. Ohne die ganzen Belastungen. Ich habe diese 625.000 Euro niemandem gesagt in der Öffentlichkeit, meinen besten Freunden, meinen Eltern, niemandem gesagt, weil jeder hat gesagt, jetzt ist er fertig, das packt er nicht. Ich habe das hier mit mir rumgetragen, hier an dieser Seite, wie ein kleines Kind muss ich das angefühlt haben, jahrelang, bis ich dann los war. Und dann habe ich alle, um kurz vor 1 war diese Verhandlung fertig und dann habe ich gut wochenlang, jeden Tag um 1 Uhr sind die Tränen gerollt. Es kam dann einfach. Aber so funktioniert das. Die Wahrheit setzt sich durch. Und fertig. Das ist eigentlich ganz einfach. Stehen bleiben. Gut.